Matthias Sammer kennt sowohl den FC Bayern München als auch Borussia Dortmund wie seine Westentasche. Für beide Clubs war der 50-Jährige bereits aktiv. Vor dem Topspiel in der Fußball-Bundesliga rät er den Münchnern, trotz der bevorstehenden Meisterschaft Leistung zu bringen. Sollte Schalke 4 Uhr morgens Samstag nicht gegen den SC Freiburg gewinnen und der BVB am Abend 18.30 Uhr in München als Verlierer vom Platz gehen, ist der FC Bayern vorzeitig Meister. Sammer ist sich jedoch sicher, dass der Tabellenführer das Spiel ernst nehmen wird. Die Spieler wissen genau, denk von Spiel zu Spiel, bring deine Leistung, so Sommer im Interview bei Eurosport. Zuletzt musste der FCB im Spitzenspiel gegen RB Leipzig 1:2 eine empfindliche Niederlage hinnehmen, das Spiel gegen Leipzig hat wehgetan. Nun gehe es für Münchner vor allem darum, in bestmögliche Verfassung zu kommen und sich in der Champions League beweisen. Am Dienstag muss Bayern im Königsklassen-Viertelfinale beim FC Sevilla antreten. Dass das Spiel gegen Dortmunder als eine Art Vorbereitung betrachtet werden kann, bezweifelt Sammer jedoch, das würde ich nicht so sehen, weil Dortmunder sehen müssen, dass sie im Kampf um Champions-League-Plätze nicht verschenken. Bayern-Trainer Jupp Heynckes wird deshalb in den kommenden Wochen das Training genau dosieren und mit seinem Trainerstab analysieren, wie das Pensum hochgehalten werden kann, auch im Falle des vorzeitigen Meisterschaftsgewinns. Einziger Fehler wäre, laut Sammer, im Alltag nachlassen.